die besten Arbeiten entstehen dann, wenn ich da ja wirklich Freude am Arbeiten habe. Ja, das Erste, was ich mache im Atelier, ich mache die Kaffeemaschine an, damit die ein bisschen aufheizen kann. Ja, dann gibt es den ersten Kaffee und ich schaue mal, wo ich weitermache. Mein Name ist Johannes Hepp, ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern hier in Freiburg. Und ich bin von Beruf Bildhauer. In der Bildhauerei, da setze ich mich eigentlich vor allem mit dem Menschen auseinander. Mit der menschlichen Figur und darüber hinaus natürlich mit der grundsätzlichen Frage, was ist denn der Mensch eigentlich und was zeichnet ihn aus? Das Gleiche erfahre ich eigentlich auch gerade zu Hause mit unseren beiden kleinen Kindern. Auch da die ständige Frage immer wieder, ja, was sind denn da für Wesen eigentlich und was will sich denn da zeigen? Das ist eigentlich auch im Atelier der Fall, ja. Also immer wieder die Frage, was will sich denn da zeigen, was will sich denn da für eine Gestalt zeigen? Ja. Ich habe das Glück und das sehe ich auch echt als Privileg, hier ja, jeden Tag, sofern es zeitlich geht, ins Atelier kommen kann und hier an meinen Skulpturen, an den Figuren arbeiten kann.